ein Grußwort zugekommen lassen. Das ist aber so umfangreich, dass ich nur einen Teil davon kurz verlesen werde, damit ihr wisst, wer das ist. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ostermarsches, mein Name ist Tomoyuki Takada. Ich lebe seit über 25 Jahren mit meiner deutsch-japanischen Familie in Nordrhein-Westfalen und engagiere mich für den Atomausstieg in Japan. Unsere Initiative heißt Atom Free East West. Unsere Zielsetzung ist, im Austausch mit der deutschen Anti-AKW-Bewegung den Atomausstieg in Japan zu fördern und zu beschleunigen. Auch wenn man es hier kaum glaubt, blicken zurzeit viele Japaner nach Deutschland und nach euch als Vorreiter und Hoffnungsträger für eine atomfreie Zukunft. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Initiative liegt zurzeit auf einem AKW in Japan mit dem Namen Hamaoka. Das Hamaoka-Kraftwerk befindet sich mitten in der aktivsten Erdbebenzone Japans, nur 150 Kilometer von Tokio. Seit mehreren Jahren erwarten japanische Seismologen ein großes Erdbeben in dieser Region. Damit gehört Hamaoka über Japan hinaus zu den meistgefährdetsten AKWs in der Welt. Spätestens nach Fukushima hätte man Hamaoka sofort abschalten müssen. Das ist aber bis heute nicht geschehen. Es gibt nur eine Zukunft für Japan, für Deutschland und die ganze Welt. Lasst uns gemeinsam handeln für eine atomfreie Welt und das atomfreie Zeitalter. Beste Grüße aus Japan von Tomoyuki Takada.